ain't afraid of no ghosts. So, ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Let's Play und zwar Ghostbusters. Ich wünsche euch natürlich viel, viel Spaß und hoffe mal, dass ihr mir viele Kommentare drunter schreibt, wie ihr dieses Spiel findet. Ich habe es, wie gesagt, selber noch gar nicht gespielt und muss erst mal selber reinfinden in dieses Spiel. Aber ich denke mal, wir werden alle zusammen viel Spaß haben. Und dann legen wir mal los mit der schönen Titelmelodie der Ghostbusters im Hintergrund. Und dann schauen wir mal, wie es losgeht hier. Achso, jetzt kann man hier die Speicherplätze wählen. Das ist ja auch schön. Wie gesagt, ich habe noch gar nicht gespielt. Mann, Aaron und Abby sind meine Helden. Sie glaubten an die Existenz des Paranormalen, da war es noch nicht mal cool. Dito, bevor ich die Ladies kannte, hatte ich nur mich selbst als Vorbild. Anscheinend sind sie noch da draußen und schreiben Geistergeschichte. Seht euch das Bild hier an. Heilige Falle! Ich erkenne diese gefangenen Geister. Allesamt berühmte Attentäter. Alle im Weißen Haus? Anscheinend hatten sie vor, den Präsidenten zu ermorden. Die sind also in Washington und retten die freie Welt. Und wir gucken uns hier Selfies an, wie sie die freie Welt retten. Was stimmt an dem Bild nicht? Keine Sorge. Bevor sie zurückkommen, vaporisieren auch wir rachsüchtige Klasse 4 Erscheinungen. Wann ist es soweit? Leute, die Nachrichten an. Schnell! Da ist was Seltsames. Gleich hier, in der Nachbarschaft. Du willst doch nicht davon ablenken, dass du meine Vantan vergessen hast? Die Fettbomben bringen dich um. Ich trage einen nicht lizenzierten Nuklearbeschleuniger herum und du denkst, Vantan bringen mich um? Live vor Ort. Sir, Sie waren Augenzeuge der Ereignisse. Erzählen Sie, was passiert ist. Jo, da ist dieser fettgroße Riesenspiral. Und dann kommen da so die Geister raus. Also, das war Traum. Exklusiv bei uns. New York. Geister. Die Sache wird brenzlig, Geisterjäger. Sind wir bereit, die Stadt vor dem bevorstehenden Untergang zu retten, wie unsere Vormütter? Ja, wir alle. Wir alle. Zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Verschluckt! Heimlich! Geisterjäger, was spukt bei Ihnen? Hallo? Mein Name ist Cecil Bolskin und ich bin Kurator im Aldrich Museum. Ich fürchte, wir haben schon wieder ein Geistproblem. Keine Angst, nicht alle Geister sind böse. Vielleicht ist dieser ja freundlich. Gertrude Aldrich ist zurück. Gertrude Aldrich? Die ist die Schlimmste. Nicht mal Aaron und Abby konnten sie fangen. Ist das diese Berufstochter, die alle Bediensteten ausgelöscht hat und für immer weggesperrt wurde? Ja, ja, Sie kennen die Geschichte. Jetzt müssen Sie etwas tun, bevor Sie das Museum zerstört und alles, was drin ist. Das schließt mich mit ein. Ich würde keine Sorge sagen, aber Sie klingen wie ein Sorger. Keine Sorge, wir sind unterwegs. Hoffentlich sieht Gertrude uns nicht als Bedienstete an. Die Gute hat eine extrem brutale Einstellung niederen Bediensteten gegenüber. Das war jetzt nicht wirklich hilfreich. Na los, holen wir sie uns. Anwesen. Aber dann gehen wir doch gleich mal hin. Nettes Plätzchen, an dem du gestorben bist, Gertrude. So blöd, dass du alle Zimmermädchen getötet hast. Ist ein bisschen staubig hier. Wir wissen, dass du den ehemaligen Geisterjägerinnen begegnet bist. Und eine von ihnen vollgekotzt hast. Und jetzt sind wir dran. Also nicht vollgekotzt zu werden,
dich einzufangen. Sehr interessant. Das ist ein Zeichen. Denke mal, hier geht's lang. Ich finde dich. Würde ich jetzt zumindest noch mal sagen. Oh, hier ist der Duster. Hier geht's auf jeden Fall nicht lang. Eine ausgewählte Waffe feuern, indem du RT drückst. Aha, das haben wir ja schon rausgekriegt. Aber hier geht's auch nicht lang. Ah, das war ich gerade zu machen. Aha. Aha! Sehr gut. War wieder geheilt, das finde ich zum Beispiel relativ toll. Drücke LT, um Granaten zu werfen. Drücke LT nochmal, um frühzeitig zu zünden. Aha! Geist in dieser Richtung. Aua, aua, aua. Ach so. Gibt mir viel Energie. Oh shit, ich habe 25 Leben. Was war das denn?
sehr lustiges Spiel. Oh, schon sind wir alle wieder geheilt. Wow, die haut ja mit ihrer Klinge ganz schön zu. Wenn ein Geist, der gefangen werden kann, seine Gesundheit aufgebraucht hat, wie? Aha. Achtung, drehen wir ein paar Geister. Wenn ein Protektorstrahl einen Gegner erfasst hat, ziel in die Richtung des roten Pfeils. Aha. Ich sehe zwar keinen roten Pfeil, aber da hinten, glaube ich. Schleim hier nicht rum. Ach, da unten, jetzt sehe ich ihn erst. Hierher, kleines Geisterfalle-Symbol erscheint in der Falle. Ach, die Falle ist weit offen. Alles klar. Alles klar. Gesehen? Aha. Bam. So wird das gemacht. Ich hab dir deinen unsichtbaren Arsch versohlt. Für mich bist du gestorben. So, und nun? Ach, jetzt kommen wir hier einfach raus. Das ist ja auch schön. We'll be right back.
Oh. Sehr hübsch. Wenn du aufsteigst, erhältst du Fähigkeitspunkte. Fähigkeitspunkte kannst du benutzen, um Verbesserungen zu kaufen. Aha. Überhitzung ist vielleicht ganz gut. Oh! Wenn, dann machen wir mal A. Ja, würde ich sagen. Geisterjäger, darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Montgomery Strange. Etwa Dr. Strange? Ich bevorzuge Montgomery. Sie müssen sofort zum Friedhof kommen. Der Geist von Marie Devaux ist aus ihrer Gruft gestiegen. Gruft? Muss der St. Louis Friedhof sein? In der Tat. Ich bin der oberste Supervisor über alle Mausoleen. Zu unserem Glück sind Sie anscheinend nicht ganz so toll in Ihrem Job. Wir aber spektakulär in unserem. Dass Marie Devaux in ihrer Zeit eine der brutalsten, skrupellosesten Gangs der Stadt angeführt hat. Wir haben hier eine elektromagnetische Störung. Ist sie in der Leitung? Sie starb in den 1920ern. Ich glaube nicht, dass sie ein Handy bedienen kann. Muss sie nicht. Das Aktivitätsfeld der anderen Seite hat die Kraft, das Energieniveau zu beeinflussen und einen Anruf zu stören. Es kann auch die letzten Minuten auf dem Festplattenrekorder ruinieren. Ich hasse das. Sie müssen herkommen und sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Zu spät? Wozu? Zum Zahlen der Mobilfunkrechnung? Shrek, wir sollten uns das mal ansehen. So, da würde ich jetzt mal sagen, da machen wir jetzt erstmal den Cut. Und beim nächsten Part seht ihr dann, wie es auf dem St. Louis Friedhof weitergeht. Ich hoffe mal, euch hat dieses Video auf jeden Fall oder dieses Spiel auf jeden Fall gefallen. Gebt mir mal ein paar Kommentare dazu ab und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder einschaltet. Gebt mir eine Bewertung und dann bis zum nächsten Mal und ciao.